Und so sieht das neue Supercup-Sieger-Duo aus. Der siebenjährige finnische Braunhengst Fakirs Mabo mit Fahrer Dieter Marz aus dem Stall Varga. Und das ist der hohe Favorit für das heutige 160.000 Schilling dotierte Supercup-Finale über 2.300 Meter. Hawk Lauco aus dem Stall Gasselseder mit Fahrenweltmeister Adi Üblein. Der neunfache Champion übelt nichts dem Zufall. Ein Profi eben vom Scheitel bis zur Sohle. Fahrer und Pferd in guter Kondition und Verfassung. Ja, wie gesagt, ich bin mir noch nicht sicher. Wir haben jetzt noch 3 Stunden Zeit bis zum Rennen. Und ich glaube, wenn es so weiterschneidet, muss ich mir was einfallen lassen. Ich muss doch die Eisen, den Beschlag wechseln. Und das ist natürlich schade, weil ich da wieder nicht weiß, wie er läuft. Aber wie gesagt, es muss sein. Ich hoffe noch. Ich warte noch 1 Stunde ab mit ihm und dann werde ich mich entscheiden. Entschieden ist übrigens das Fahrradchampionat männlich und weiblich. Bei den Herren wurde es wie im Vorjahr der Salzburger Gerhard Meyer. Bei den Damen wurde es im 4. Fahrerjahr, nach insgesamt 60 Rennen im heurigen Jahr, Elisabeth Ehrensberger aus Wien. Autostart, 11 Pferde sind im Bewerb. Der Supercup ist free for all, wird also ohne Zulagen gelaufen. Adi Übleis hält Hawk Lauco eine Runde zurück und gibt erst April importierten Finnen zuletzt im Supercup 3-mal Sieger in Serie frei. Nummer 10, Hawk Lauco. Von der Klasse her ist er unschlagbar. Weil er eben das beste Pferd ist. Wie man so richtig sagt, er ist 1-2 Sekunden besser wie die anderen Pferde dadurch. Und ich glaube nach wie vor, wie gesagt, kann nicht viel passieren. Und so ist es dann auch. Es gibt einen überlegenen Finalaufsieger durch Hawk Lauco mit Adi Übleis. Und mit dem 2. Speed Sailing einen Stalleinlauf für Gasselseder. Supercup-Sieger Fakirs Mabo bleibt heute unplatziert. Ein großes Rennen hat einen großen Sieg. Verständlicher Jubel bei allen Beteiligten. Stall Gasselseder, Weltmeister Adi Übleis und natürlich Hawk Lauco, der Finne, der Star, der aus der Kälte kam.